Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek. Ich bin Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht und berichte im heutigen Videoblog über eine für Architekten gefährliche Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Bei mangelnder Bauüberwachung können Architekten bis zu 30 Jahren für Baumängel haften. Es geht hier um eine Ausdehnung der Gewährleistungsrechte der Auftraggeber, wenn der Architekt nicht darüber informiert, dass er bestimmte Kontrollpflichten nicht ordnungsgemäß erfüllt hat. Es ist ja immer so, dass bei Bauobjekten sich Mängel häufig erst nach Ablauf der üblichen Gewährleistungspflichten zeigen und dann überlegt wird, wie kann man denn trotzdem noch jemand finden, der hier haftet. Und da wäre eben dran zu denken, an die Haftung des Architekten, der, so sagt der Bundesgerichtshof in einem Beschluss schon aus dem Jahr 2004, der, wenn er die Bauüberwachung übernommen hat und verschweigt, dass er die gar nicht vorgenommen hat, arglistig handelt. Und diese Arglist führt dann eben dazu, dass er 30 Jahre Gewährleistungspflicht hat. Jetzt, und das ist jetzt nochmal so der aktuellere Anlass, gibt es eben dann noch aus dem Jahr 2010 einen Beschluss des Bundesgerichtshofs, wo er nochmal zu den Voraussetzungen dieser Arglist etwas sagt. Und da sagt er, der Architekt muss das Bewusstsein gehabt haben, dass er die Bauüberwachungsaufgabe nicht vertragsgerecht übernommen hat. Das heißt, wenn der Architekt gar nicht an so eine Überwachungspflicht gedacht hat, wenn er also sozusagen rechtsfehlerhaft angenommen hat, ihn trifft zu einem bestimmten Gewerk oder einem bestimmten Problem überhaupt keine Überwachungspflicht, dann kann er auch nicht arglistig handeln. Arglistigkeit setzt sozusagen das Bewusstsein voraus, was aber zum Beispiel durch Urkunden, durch Schriftverkehr und so durchaus ja auch nachgewiesen werden kann. Also das ist nur eben nochmal eine Möglichkeit für den Architekten, sich insofern aus dieser Falle wieder rauszuwinden, wenn ihm eben solche Pflichten hinsichtlich einzelner Gewerke oder überhaupt nicht bewusst waren. Was aber nicht Voraussetzung ist, ist, dass der Architekt gewusst haben muss, dass der Unternehmer, den er dann überwachen sollte, mangelhaft gearbeitet hat. Das wäre ja auch absurd. Der Architekt hat ja die Überwachungspflicht. Das heißt, er soll sich ja grundsätzlich die Sache kontrollieren, ob da einer mangelhaft arbeitet. Das heißt, wenn er nicht kontrolliert, dann wiederum ist es auch egal, ob der Unternehmer hier, also ob er wusste, dass der Unternehmer hier nicht ordentlich arbeitet. Der Architekt kann sich also nicht damit entlasten, dass er sagt, naja, ich habe mit dem Unternehmen schon so viele Jahre gut zusammengearbeitet und der hat immer alles ordentlich gemacht, deswegen brauchte ich den jetzt nicht besonders kontrollieren. Das wird nicht ausreichen, um hier der Haftung wegen Arglist 30 Jahre zu entgehen. Das Verschweigen erfordert nicht, dass der Architekt, so sagt es der Bundesgerichtshof, eine nachteilige Folge der vertragswidrigen Leistung in Kauf genommen hat. Es verlangt keine Schädigungsabsicht, das ist auch klar. Und es verlangt auch nicht, dass der Architekt irgendeinen eigenen Vorteil hat. Das ist alles nicht Voraussetzung für die doch recht harte Keule. Also zusammengefasst, der Architekt muss zum einen eine Überwachungsleistung übernommen haben. Ihm muss bewusst sein, dass er diese Überwachungsleistung hat und dass bestimmte Aufgaben, deren Verletzung ihm vorgeworfen wird, bestimmte Kontrollen auch dazugehören. Und reicht eben dann aus, wenn er dann das nicht macht, diesen Arglist-Einwand zu bringen. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.